Es gibt neue Ausrüstung von Tasmanian Tiger fürs Auto. Und zwar einerseits ein Erste-Hilfe-Set, ja, an der Kopfstütze und ein Organisationsmolle-System, ja, für die Sonnenblende. Wenn dich interessiert, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rosso vom Survivor Show Berlins und schön, dass du dabei bist. Tasmania Tiger hat sich was Neues einfallen lassen, und zwar Ausrüstung für das Auto. Und zwar einerseits ein Erste-Hilfe-Set, ein IFAK, also IFAK. Also ein individuelles First-Aid-Kit. Ja, sagen wir es ganz einfach, ein Erste-Hilfe-Set, das du dir hier hinten auf der Kopfstütze montieren kannst. Ich zeige dir das ganze Teil dann noch genauer. Und hier oben, ja, für die Sonnenblende eine Organisationseinheit für Schnellzugriff für unterschiedlichste Ausrüstungsgegenstände. Und auch das Teil, das finde ich besonders genial. Und ich würde sagen, wir fangen gleich einmal mit dieser Sonnenblende hier an. Ja, hier ist das Organisationsteil für die Sonnenblende. Finde ich sehr, sehr praktisch. Hat Molle-Schlaufen und zeige dir dann nachher noch alles genau, wie das funktioniert. Passt meiner Meinung nach auf wirklich alle Sonnenblenden drauf. Das ist im Endeffekt so eine Hülle, die du mit Klett anbringen kannst. Das kann man auch in der Länge, also in der Breite verstellen. Also das passt gut. Fangen wir gleich einmal im Innenbereich an. Hier, da sind so Flexi-Cords sozusagen, also Bänder. Da habe ich jetzt das leider mein Wave mit eingebaut. Das hält hier sehr stabil. Vielleicht hast du eine andere Idee. Dann sind hier zwei und da zwei kleine Laschen, da könnte man einen Kugelschreiber oder was durchgeben. Und auch hier sind Laschen, die sind offen, da kann man auch was durchstecken. Habe im Moment dann noch keine Idee. Und da hat man halt die Möglichkeit, einen Ausweis und Zutrittskarten und sonstige Dinge zu verstauen. Und wie gesagt, die Bedienung von diesem Sonnencover ist dadurch jetzt nicht... das liegt dann, weil ich nur mit einer Hand arbeiten kann. Also das ist alles ganz normal, du brauchst das nur draufgeben, das ist... Pipifax einfach. So, und wenn du es jetzt umklappst, dann ist hier ein Molle, sind hier Molle-Streifen. 1, 2, 3, 4, 5 Molle-Streifen hier in diese Richtung. Und der große Vorteil ist, du hast das ganze Zeug jetzt organisiert an einem Ort. Und das ist auch super, du hast einen Schnellzugriff. Ja, du hast einen Schnellzugriff, was mir persönlich besonders taugt, ohne dass du jetzt ein Problem hättest mit der Aussicht. Also das ist überhaupt kein Problem, es stört meiner Meinung nach überhaupt nicht. So, ich hoffe, die Kamera schaltet gleich wieder scharf. Ja, super. Also, das wird nur als Molle-Teppich sozusagen geliefert. Was wir jetzt gemacht haben, auf die Idee ist die Manuela gekommen, dass man diese Cable Manager, die es auch von Tasmanian Tiger gibt, das sind so kleine Schlaufen, ne? Die gibt man durch den Molle-Teil durch und dann hast du hier Flexi-Cords. Und da habe ich jetzt zum Beispiel hier meine Taschenlampe angebracht von Walter oder da, das habe ich auch schon einmal vorgestellt, das ist so ein Erste-Hilfe-Retter-System und da habe ich einen Kuli. Und was natürlich ganz cool ist, mir besonders taugt, ist, dass ich da mein Survival Multitool, das ja einen Glasbrecher da vorne drauf hat, und das kann ich hier richtig schön verstauen. Also es hängt alles nicht irgendwo in der Luft, so Kamera wieder scharf schalten, danke, hängt nicht in der Luft und du hast einen blitzschnellen Zugriff, und das ist meiner Meinung nach der ganz klare Vorteil von diesem System hier. Was mir an dieser Blende wirklich total gefällt, an dieser Lösung, sie ist sehr schnell, sehr einfach, sie ist sehr, sehr praktisch, du hast schnellen Zugriff auf deine Ausrüstungsgegenstände, kannst sie dann auch wieder vernünftig, ja, wie du hier siehst, verstauen. Das ist alles der Cable Manager, also diese Bundeln, die ich da jetzt oben drauf habe, die sind im Lieferumfang nicht enthalten, aber kriegst du auch zum Beispiel bei mir im Shop, Link findest du ohnehin. Und ich habe dann schnell Zugriff zu all meinen Dingen, wie zum Beispiel zu meinem Multitool, und auch da, das gibt es natürlich auch bei mir im Shop, bedenke, das ist kostenlos der Versand in Österreich und Deutschland, und da kannst du dann natürlich auch, weil die Teile kosten ja nicht viel, auch das gleich kostenlos mitbestellen, also eine ideale Ergänzung, ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Also das Teil, das finde ich absolut pipi-fein. Ja, natürlich gibt es auch noch dieses Erste-Hilfe-Backerl hier. Das ist, wie gesagt, auf der Kopfstütze angebracht und hat einen echten Schnellzugriff. Was bedeutet das? Stell dir vor, du fährst mit dem PKW und die Polizei hält dich auf und die Frau Polizistin oder der Herr Polizist sagt, Verkehrskontrolle, Erste-Hilfe-Packerl, wo haben Sie das? Und hat eine Stoppuhr und drückt drauf und sagt, ja, wie lange braucht er, bis er es rauskriegt? Dann greifst du ganz cool nach hinten und sagst, hier habe ich das. Ja, denn ich habe wirklich das hier drinnen. Das mag ich da jetzt schneller mal so improvisiert zeigen. Also ich habe
all die Erste-Hilfe-Ausrüstung, die da nach dieser Norm da vorgeschrieben ist, in dieses Packerl reingepackt. Ich habe ausgepackt und das hier eingepackt und da kriegst du wirklich alles unter. Also da hinten sind so ja, große Fächer. Da habe ich jetzt die Dreieckstücher und die Rettungsdecke eingebracht. Hier, das sind so, ja, so elastische Schlaufen, das siehst du eh. Da kann man jetzt, habe ich jetzt die Wundauflagen drinnen als Beispiel. Aber ist ja vollkommen egal, was du reingibst. Kompressen, Bandagen, die Schere, die vorgeschrieben ist. Das geht sich alles super aus. Du hast also hier Fächer, du hast da Fächer. Das ist wirklich gut gemacht. Schneller, einfacher Zugriff, lässt sich gut bedienen. Da diese Erste-Hilfe-Anleitung. Ja, einfach super. Und wie gesagt, du kannst von beiden Seiten zugreifen. Das heißt, ich zeige dir dann nachher eh gleich die Hülle. Du kannst von beiden Seiten auf dieses IFAC, also Erste-Hilfe-Set, zugreifen. Ja, hier hängt es nun, dieses Erste-Hilfe-Packerl an der Kopfstütze. Die Montage zeige ich dir auch nachher. Ich habe es jetzt in Schwarz, gibt es aber auch in Oliv und in Carbon. Natürlich genauso wie die Blende, die gibt es auch in unterschiedlichsten Farben. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Zugriff von dieser Seite und Zugriff von der anderen Seite ohne Probleme möglich. Eh ganz klar, irgendein coolen Klett und da steht halt IFAC drauf. Individuell First Aid Kit. Passt, ist in Ordnung. Außen sind jetzt auch noch einmal so kleine Schlaufen angebracht. Das heißt, es wäre auch möglich, hier noch Ausrüstungsgegenstände anzubringen, die notwendig sind. Das Ganze sitzt schön fest hier an der Kopfstütze. Und jetzt zeige ich dann auch, wie man das montiert. Ja, montieren wir das Teil jetzt gemeinsam und so schaut das aus. Und eines möchte ich noch dazu sagen, damit da kein Missverständnis entsteht. Der Inhalt ist im Lieferumfang nicht enthalten. Ich habe meine Ausrüstung, Erste-Hilfe-Ausrüstung, die ja vorgeschrieben ist in einem Fahrzeug, hier reingepackt. Ob das rechtskonform ist, weiß ich nicht. Man hört ja immer wieder, es muss luftdicht verpackt sein oder sonst irgendwas und diese DIN-Norm draufstehen. Vielleicht magst du mal einen Kommentar schreiben, ob das tatsächlich so ist, wenn du es weißt. Bitte keine Mutmaßungen, sondern wenn du es weißt, dann schreib es mal dazu. Das wäre sehr, sehr cool. Aber jetzt montieren wir das ganze Teil. So. Hat sich das ein bisschen verheddert durchs Quatschen. Ei. So, dann hier nach hinten nehmen, einmal horizontal fixieren, dann hier vertikal. So, dadurch hängt das hier jetzt wirklich bombenfest, aber es gibt noch etwas und das zeige ich dir jetzt ein bisschen im Detail. Und zwar, da sind so kleine Schlaufen, die sind hier. Ja, das sind kleine Schlaufen. Und die kann man da auch nochmal rundherum geben. Das schaffe ich jetzt nicht mit einer Hand. Das muss ich jetzt ganz einfach, da muss ich die jetzt wieder umstellen. Aber auch das ist sehr einfach. Da geht es darum, dass wir die über diesen Bügel hier drüber ziehen. Also einmal links und einmal rechts. Und dann zuziehen. Also wenn du das kaufst, ja, Link findest du eh im Shop, in meinem Shop unten, dann wirst du ganz intuitiv drauf kommen, worum es dabei geht. Also die werden ineinander gezogen und dadurch ist das Teil da hinten also einfach massig eingebaut. Ja, das war das Video zu dieser neuen Ausrüstung von Tasmanian Tiger und ich finde die einfach genial. Also beide sind super, aber das hier mit diesen Sonnenblenden-Dingsbums, das taugt mir am meisten in Kombination besonders mit diesem Cable Manager. Findest du alles unten bei mir im Shop. Und wie gesagt, ich möchte es noch einmal sagen, wenn du das Multitool, das hier ja auch wirklich Sinn macht mit diesem Glasbrecher, dass man entweder sich selbst befreit, vielleicht, ja, aber besonders wenn man woanders, wenn man zu einem Autounfall kommt und nicht reinkommt, funktioniert das sehr gut. Schneller Zugriff, kann ich empfehlen. Wenn du das auch mit dazu nimmst, dann ist ja der Gesamtversand kostenlos, denn du wirst merken, der Preis für dieses komische Sonnendingsbums, der ist absolut Hammer. Schau es dir ganz einfach an bei mir im Shop. Das Erste-Hilfe-Set hier hinten finde ich auch praktisch und gut. Schreib mal bitte, wenn du es weißt, einen Kommentar, ob das überhaupt erlaubt ist, dass ich meine Erste-Hilfe-Ausrüstung, die notwendig ist, hier hinten platziere. Das wäre auch ganz, ganz nett. Beides eine tolle Sache, weil dadurch das ganze Zeug, was herumliegt, an zwei Orten konzentriert ist oder an vier, weil du kannst das ja mehrfach anbringen. Du kannst auch sagen, ich packe da keine Erste-Hilfe-Ausrüstung rein, sondern irgendwelche anderen Teile, die ich in einem Auto-Survival-Kit brauche. Denn ich habe das jetzt momentan alles im Kofferraum. Wenn dich das Thema Car-Survival-Kit sozusagen ein Auto-Survival-Kit interessiert, schreib mir unten bitte dazu, Car-Survival-Kit, ja, dann mache ich ein eigenes Video und zeige mein Survival-Kit aus dem Auto her, damit ich einfach weiß, ob dich das überhaupt interessiert. Ich sage danke fürs Dabeisein, Link zu den Produkten findest du unten, Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen, hat mich gefreut, dass du dabei warst und danke an TT, dass ihr immer wieder mal was Neues rausbringt. Danke, ciao.